Ja, hallo liebe Freunde und Gefickten und Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und wir sind mal wieder beim Landwirtschaftssimulator 2017 in Bandico unterwegs. Gefrühstückt haben wir jetzt. Geht's weiter. Ein Kollege ist mit dem Mähdrescher schon wieder unterwegs und wir müssen mal ein bisschen das Stroh einsammeln. Ist so ein bisschen früher morgen. Ach, da war nicht. Traumhafte Ernte. Und hier muss definitiv gepflügt werden. Das fängt gut was ein. Ich weiß nicht, ob ich 2 von diesen Ladewagen dann hintereinander anhängen kann. Die machen sich eigentlich ganz gut. Was soll's? Ja, voll der Jochen. Ja, ein Kollege mit dem Mähdrescher ist auch unterwegs. Ein bisschen Taschengeld machen, das Zeug gleich verkaufen. Den Verkehr hier um die Uhrzeit. Ja, ihr könnt mir in den Kommentaren hinterlassen, was ihr besser findet. Die Innenansicht, so wie man es halt normal hat. Schön aus der Fahrerkabine vom ZT303D. Oder ob ihr halt lieber eine Außenansicht wollt. Die da kurz anmachen, das passt. Schon ein schönes Teil. Oh, jetzt muss man hier wieder aufpassen. Jetzt habe ich für die Überraschung das Tor hier nicht zugemacht. Da gibt es nämlich noch im späteren Verlauf. Krieg ich das jetzt hin, ohne dass ich den zeige? Ein Fahrzeug als Überraschung. Den werde ich irgendwo auf dem Feld platzieren oder beziehungsweise irgendwo auf der Map. Und wer herausfindet, welches Fahrzeug noch nicht zu dieser Zeitspanne passt, die ich irgendwann mal erwähnen werde, der bekommt ein kleines Goodie, ein Steam-Key oder eine Steam-Card. Muss ich mal gucken. Schaffe mal. Los, gib Kite. Spuren suchen hier. Aber und dann legt er los.
Schon wieder verloren oder was? Na klasse. Ich mal enden hier den Kumpel. Ah, ist noch viel zu früh, um hier vollständig tatkräftig zu werden. Muss man noch die Zeit umstellen? Stehe ich natürlich genauso, dass ich hier nicht sehe, wenn das nächste Auto kommt. Hallo, Jungs. Fahren zu. Hinstellen. Ich wollte nämlich noch was kaufen. Ach, nehmen wir noch hin. Nehmen wir einen Blau. Schön. Den nehme ich noch gleich mit dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich den Flug schon gekauft hatte. Habe ich den Flug schon gekauft? Natürlich nicht. Wäre ja auch Quatsch gewesen, wenn ich das gleich gemacht hätte. Den muss ich dann auch noch reinfahren. Naja. So. Anschalten. Abkoppeln. Dann fahren wir erstmal den Flug holen. Ja, ihr könnt auch nebenbei mal sagen, ob er denn sagt, hier, dass die Fahrzeuge kannst du ausschalten. Weil die Jungs, die sind echt ein bisschen langsam hier. Da ist schon dreimal wieder zurück.
Schafe. Wow, ey. So sieht ein ordentliches Gerät aus. Wie viele Schafe hat denn eigentlich? Vierer. Noch reichen müssen. Vernünftig reinfahren. Ja. So. Angeln holen. Kommt noch irgendwo an Wand. Stück erst mal. Na ja, was wir im Mähdrescher, dann kann der Kollege schon mal anfangen. ZT ausmachen. Sprit sparen. Das ist doch wieder knapp hier. Aber die Arsch auf einmal. Da kommt er natürlich nicht rum. Ich hab's geahnt. Er hat zu spät eingelenkt. Das ist ja irgendwelche schöner Wegpolze. Man hätte ja auch den Hänger mit dazu kaufen können. Aber das wäre ja Quatsch gewesen. So fahren wir halt. Na? Ich weiß gar nicht, ob es die denn erst noch im 17er mit Radio gab oder noch nicht. Das ist uns ein bisschen problematisch. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Ach, das passt. Mal ein bisschen. Jawohl. Mal ein bisschen auf die anderen Verkehrsteilnehmer achtet. So schnell sind die auch nicht unterwegs. Ich glaube, der 17er hat der erste Radio gehabt. Ja, die super Klimaanlage. Ich weiß es nicht mehr. Bodenwelle.
So, dann werden wir mit dem Jochen mal hier hochfahren. Ja, schon mal Test gegrubbert. So. Pelz wir den hier rein. Dann lassen wir den mal loslegen. Halt, da war er. So, hier ist der Flug dran, ja, genau. Na dann mal los. Kommt nicht. Kann man rumpelzen. Zum Glück sind wir nicht im Urlaubbruch, ne? In MacPom. Ansonsten kann ich mit dem ZT da nicht durchballern. Und ich glaube, der würde bei dem Boden, den wir haben, würden vier Schare mit dem ZT-303 kläglich untergehen. Oder du hättest halt eine Fahrgeschwindigkeit von 8 km/h. So, mal gucken, man muss mal reinhalten. Ey, Spiegel, die sind der letzte Husten. Ich weiß nicht, was die zeigen sollen. Dass sie hier noch keine vernünftige Spur machen. Eine Bahn testen wir noch.
doch keine richtige Spur gerade rein. Kann man die noch extra anschalten? Frage ich mich, warum man jetzt die Mitte hier nicht macht. Und der hat zu tun und der ruppt sich dahin ab, ey. Schnell hoch, ja. Ab. Muss halt ein bisschen bremsen. So. Stellen wir den erstmal hier hin. So, lass mal ein paar Hänger auf einmal. Und da ist um 6 Uhr morgen. Überall kleine Ecken, die stehen geblieben sind. Ah, er blinkt da auf dem Feld vor sich hin. Dränge nicht. Das ist ja schon unterwegs. So, was ist der andere Kollege? Na, nun komm. Hartsch, anders. So einen anderen Kumpel mal so hier. Ach, da hinten. Okay. Das dauert ja alles in der Zeit.
Aber auch wichtig, dass der Zettel sauber liegt. Da erkennt man dann den drei Speichen am Lenkrad. Gibt auch welche, die haben nur eine Speiche, die haben dann keine Servolenkung. Und natürlich 303er Modell. Mit Allradantrieb. Natürlich auch schön, wenn die Modder sich da auch so Sachen wie die Einzelradbremse mit einfallen lassen bzw. mit einbinden. Ich lasse die Hänger jetzt einfach hier stehen. Ich will jetzt mal zurückfahren hier für den Schmutz. Wenn die anderen mal rausfahren. Weil ich weiß, er wollte denn mit dem Flug raus. Dann kann er gleich hinterher. Baue ich ihm die Scheiße schon mal an. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer den Unterschied zwischen dem ZT303D und dem 303E kennt. Hier wieder zurück. Ja, den hört man aber auch schon von Weitem, ne? So. Mit dem anderen verpassen wir den Grubber. Müssen halt mal ein bisschen fleißig sein. Spiegel auch so eingestellt, ey. Nein, Scheibenegel sieht gut aus. Schönes Teil. So, können die Jungs nachher hier Banane machen. Ist ja auch wieder total schräg drin, ne? So. Ja, dann würde ich sagen, warten wir erstmal auf die anderen
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bin raus. Euer Hellraiser.